Danke, Kuno. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, quel très honneur, honoré. Quel honneur. Très bien. C'est un grand temps, hein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Please take a seat and let's start. Ich möchte Sie ganz herzlich hier an neuer Stelle im Auditorium des Careums zu unserem 10. Uro-Onkologischen Symposium begrüßen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich der Einladung Folge geleistet haben und hier in diesen modernen neuen Räumlichkeiten hoffentlich einen erlebnisreichen, informativen Tag verleben werden. Wir haben das Thema wie immer Hot Topics in Urology. Und es ist uns gelungen, eine Vielzahl von ausgezeichneten Referenten für den heutigen Tag zu gewinnen. Und ich bin sicher, Sie werden mit einigen neuen Erkenntnissen heute Abend nach Hause gehen können.
Wie immer möchte ich an dieser Stelle zuerst auch den Leuten der Industrie danken, die dieses Meeting wie in all den zurückliegenden Jahren großzügigerweise unterstützt haben und überhaupt erst möglich machen, dass wir die Einladungen aussprechen können. Also ganz herzlichen Dank an die Industrie. Ich werde dann vielleicht am Nachmittag nochmal bei der Industrie vorbeigehen können. Ein weiterer Dank gehört Frau Tamina Balmer. Sie ist die gute Seele im Hintergrund, die die ganzen organisatorischen Aufgaben übernommen hat. Und ich möchte Sie bitten, mal ganz kurz nach vorne zu kommen. Ich habe da einen obligatorischen Frühlingsgruß und möchte mich mit diesem Strauß ganz herzlich bei ihr bedanken. Das Symposium wäre ohne Sie um einiges ärmer und es würde uns auch viel schwerer fallen, all die organisatorischen Aufgaben zu übernehmen. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Zeit gelassen, damit Sie sich einfinden konnten. Ich denke, wir gehen gleich über in die erste Session und es freut mich außerordentlich, dass Professor Habekorn aus Heidelberg zum Thema PSMA-Liganden für die Diagnose des Prostatakarzinoms sprechen wird. Er ist ein ausgewiesener Nuklearmediziner und ich bin gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Vielen Dank. So, vielen Dank zunächst für die Einladung, in diesen schönen Landstrich zu kommen. Ich habe ja heute zwei Aufgaben zu machen. Erstmal die Diagnostik und dann die Therapie. Zunächst mal das Objekt der Begierde, also wir bleiben dabei, ich rede in Deutsch bei Englisch und Matthias, ist ein Enzym, was an der Membran gebunden ist mit einer katalytischen Seite, die eben außerhalb der Zelle liegt und damit ist diese katalytische Seite auch zugänglich für Hemmstoffe, Inhibitoren, die von der Industrie entwickelt wurden. Und was wir gemacht haben, war einfach ein Hemmstoff, der hier an dieser katalytischen Seite bindet, zu modifizieren, radioaktiv zu markieren und dann für die Diagnostik, aber auch für die Therapie zu nutzen. Warum ist dieses prostataspezifische Membranantigen so interessant? Nun, es ist hoch exprimiert in höhergradigen Tumoren, in Metastasen von Tumoren, in hormonrefraktären Tumoren und auch, ich werde ein paar Beispiele dann noch in einem Dia zeigen. Es wird auch überexprimiert in der Neovaskulatur von Nicht-Prostatakarzinomen. Die Expression ist niedrig in normalen Geweben. Die Zielstruktur wurde bereits validiert mit einem Antikörper von Neil Bender, dem J591. Und was insbesondere für die Therapie wichtig ist, wenn das, der Ligand an das Enzym bindet, wird er internalisiert in die Zelle und bleibt da recht lange drin. Das ist der Mann, der das PSMA-Programm in Heidelberg initiiert hat, das ist Michael Eisenhut, der hat diesen Liganden gebaut. Das ist der Teil, der an das Enzym bindet. Dazwischen ist ein sogenannter Linker, ein Verbindungsstück, der dann den Chelator bindet. Der Chelator ist dazu da, Radioaktivität zu binden. Also Michael Eisenhut hat das initiiert. Dieses Molekül ist mittlerweile weltweit im Einsatz. Ich glaube auch hier in Zürich bei Herrn Kaufmann. Also Michael Eisenhut habe ich sehr viel zu verdanken. Deswegen ganz expliziter Dank an ihn. Das Molekül haben wir im Mai 2011 in die Klinik gebracht und zunächst mussten wir nachsehen, ob denn das Molekül gegen den damaligen Goldstandard, nämlich das Cholin-PET, besteht. Wir waren alle nicht glücklich, sowohl die Nuklearmediziner als auch, glaube ich, die Urologen mit dem Cholin-PET. Jetzt haben wir mal da gleich einen Vergleich dann gemacht. Hier sehen wir in einem Patienten Cholin, also Fluormethylcholin und ein PSMA-Liganden-PET. Das Cholin wird verstoffwechselt in der Leber, deswegen sehen Sie einen sehr hohen Untergrund und Sie verpassen, was da liegt,
und was hier in dem PSMA-Ligandenfett dargestellt wird, nämlich eine Lebermetastase. Zweites Beispiel, wieder ein Patient mit biochemischem Rezidiv, eine Metastase sichtbar, in demselben Patienten mit dem PSMA-Ligandenfett deutlich mehr Herde sichtbar. Noch ein Beispiel, hier eine winzige Läsion, winziger Lymphknoten im CT, der nie morphologisch als maligne klassifiziert worden wäre, im Cholin-PET nicht zu sehen, im PSMA-Ligandenpet sehr wohl zu sehen, also sehr deutlich zu sehen, obwohl er sehr, sehr klein war. Und das hat dann mein Mitarbeiter Frederik Giesel genutzt, um mal eine Analyse zu machen in 21 Patienten bei insgesamt 49 Lymphknoten. Und wenn man den klassischen Cut-off-Value von 8 mm Kurzachsendurchmesser wählt, dann sieht man, dass die meisten Lymphknoten, die wir gesehen haben, deutlich unter diesen 8 mm in der CT-Diagnostik waren. Der Vergleich jetzt Cholin versus PSMA-PET bei insgesamt hier 79 Läsionen in 37 Patienten. Wir haben eigentlich nur in 4 Läsionen eine höhere Aufnahme des Radiopharmakons, also Cholin, gesehen im Vergleich zum PSMA-PET. In allen anderen Läsionen war das PSMA-PET deutlich höher. Und diese 4 Läsionen waren in einem einzigen Patienten. Also die anderen 36 Patienten waren alle bei allen der Tumor-Uptake viel höher mit dem PSMA-Ligandenpet. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf die Detektionsrate. Hier sehen Sie mal eine Auswertung in 1007 Patienten, abhängig vom PSA-Wert. Wenn man sich das ansieht, dann haben wir bei Wert zwischen 0 und 0,5 etwa eine Detektionsrate von 50% bei diesen über 1000 Patienten. Herr Eiber, der letztes Mal hier gesprochen hat, hat ähnliche Ergebnisse gefunden bei 250 Patienten. Und auch sehr schön, wenn das andere Zentren noch bestätigen. Die Kollegen aus Australien, Morici et al., haben ebenfalls einen Vergleich mit Flurmethylcholin und PSMA-PET gemacht und auch hier schneidet und exakt die Daten gefunden, die wir auch gefunden haben. Also bestätigt von 2 anderen Institutionen und auch nochmal bestätigt von den australischen Kollegen, dass das PSMA-Ligandenpet deutlich besser abschneidet als das Cholin-PET. Und wenn etwas eine höhere Detektionsrate hat, dann kann man sich vorstellen, hat es vielleicht auch Auswirkungen auf die Therapieplanung, sollte es auch haben, sonst wäre die Untersuchung zu großen Teilen unnötig. Hier sehen Sie mal ein Beispiel bezüglich der Strahlenplanung. Das konventionelle CT zeigte hier nichts. Das ist ein Fusionsbild mit dem PSMA-Ligandenpet, zeigt hier eine Lymphknotenmetastase und unsere Strahlentherapeuten haben dann zusätzlich noch einen Boost integriert hier an der Stelle dieser Lymphknotenmetastase. Aber die kritische Frage, die wir uns dann doch stellen müssen, ist, was passiert denn mit den Läsionen, die wir nicht sehen? Wir haben ja auch eine endliche Auflösung, eine physikalische Grenze dessen, was wir sehen. Also 100 bis 500.000 Zellen werden wir wahrscheinlich nicht entdecken. Und da ist die Frage, ob das dann tatsächlich was bringt. Und das hängt dann auch zusammen mit der nächsten Frage. Wenn man sich mal anguckt, wie sich die Therapieentscheidung geändert hat durch das PSMA-Ligandenpet, dann sieht man, dass wir bei der Primärsituation etwa in einem Viertel zu einer Änderung der Therapie kamen, in der Situation des biochemischen Rezidivs etwa bei 61% gelandet sind und auch wieder sehr schön, die australischen Kollegen liegen bei 63%. Passt also sehr schön, 2 verschiedene Zentren finden dasselbe raus. Nur es ist die Frage, was machen wir damit? Bedeutet das, dass wir tatsächlich das progressionsfreie Überleben steigern können oder dass wir das generelle Überleben steigern können oder bedeutet es nur, dass wir die Nebenwirkungen steigern, indem wir aggressiver therapieren? Also das sind Fragen, denke ich, die man zukünftig in prospektiven Studien angehen müsste, um wirklich zu entscheiden, bringt uns denn dieser Wechsel oder den Patienten tatsächlich etwas? Ich hatte erwähnt, dass die PSMA-Expression auch in der Neovaskulatur anderer Tumoren erhöht ist. Und hier zeige ich immer einfach ein paar Beispiele. Das ist beim Schilddrüsenkarzinom. Was man hier sieht, ist nicht das PSMA an der Tumorzelle, sondern das PSMA
in den Endothelzellen der Neovaskulatur. Genau dasselbe hier bei einem Lungentumor, bei einem Hämangiom, auch sehr gut zu sehen. Hier bei einem Plattenepithelkarzinom im HNO-Bereich, bei einem Adenoidkarzinom ebenfalls eine Anreicherung. Und hier sieht man auch eine unspezifische Anreicherung in den Ganglien. Das heißt, richtig unspezifisch ist es nicht. Unspezifisch bezüglich Tumor, aber spezifisch schon bezüglich der Zielstruktur, weil die Zielstruktur ist ja ausschlaggebend für das, was wir sehen. Also das muss man im Kopf haben, wenn man die Bilder beurteilt. Soweit zum Gallium 68, ist eigentlich ganz praktisch. Man hat einen Galliumgenerator, mischt das Ganze zusammen und hat dann relativ schnell das Produkt. Das Problem ist die Verfügbarkeit der Galliumgeneratoren und die Tatsache, dass die Ausbeute dann relativ gering ist. Also man kann dann so etwa 4 bis 5 Patienten pro Tag machen. Große Transportkapazitäten hat man nicht, also wünscht man sich ein Fluor-18 markiertes Radiopharmakon. Fluor-18 hat eine längere Halbwertszeit als Gallium. Zur Information für die Nicht-Nuklearmediziner, Gallium hat 68 Minuten Halbwertszeit, also etwa eine Stunde. Das Fluor-18 109 Minuten, also 2 Stunden. Das kann man irgendwo in der Firma herstellen, kann es transportieren. Deswegen wurde dann ein weiterer Tracer in Heidelberg entwickelt, das ist dann PSMA 1007. Da wurde dann, das ist hier wieder die Bindungseinheit, die ist identisch mit der Bindungseinheit des Gallium-Radiopharmakons. Der linker ist ein bisschen unterschiedlich und hinten dran wurde eben dann Fluor-18 gekoppelt. Von der Affinität war das hervorragend mit 2,3 Nanomolar. Es wurde dann ins Tier gebracht. Wir sehen, dass wir den Tumor, in dem Fall einen LN-CAP-Tumor, die PSMA positiv sind, sehr schön darstellen können. Die Blase kommt auch, ich sage das deswegen, weil wir gleich eine Überraschung erleben werden. Also Nierenanreicherung in der Bioverteilung hoch, im Tumor ist die Anreicherung auch hoch. Und wenn wir jetzt dann aber in den Patienten gehen, zunächst mal eine Validierung, Vergleich jetzt, hat auch mal ein Mitarbeiter, Herr Giesel, gemacht mit der Histologie. Hier oben sehen wir den Tumor im Fusionsbild, in dem Fluor-18 PSMA-Liganden-PET. Hier unten dann die HE-Färbung und dazu passend die Färbung, die immunhistochemische Färbung mit einem PSMA-Antikörper, die das bestätigt. Hier ein Patient mit einem biochemischen Rezidiv und das ist die Überraschung, die ich Ihnen versprochen habe. Wir hatten im Tier eine starke Aktivität in der Harnblase beobachtet. Das beobachten wir beim Patienten nicht. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass beim Patienten das Radiopharmakon in der Niere gespalten wird und nicht über die Harnblase ausgeschieden wird. Es hat natürlich Vorteile bei der Beurteilung des Lokalrezidivs, weil wir dann einfach die störende Aktivität des Urins nicht haben. Und das ist also der eine Punkt, den man hier in dem Bild machen kann. Und dann sieht man multiple Lymphknoten, insgesamt 17 Stück wurden entdeckt. Auch hier im Median 4,6 Millimeter, Maximum 6,6 Millimeter, also deutlich unter dem Cut-off-Value von 8 Millimetern. Insgesamt muss man sagen, wurden jetzt bisher 309 Lymphknoten getestet, 290 davon waren negativ, 19 waren positiv, 18 von diesen 19 konnten entdeckt werden, sodass dieser Tracer jetzt in der Klinik auch ist. Vorteil ist, wir machen das im Moment montags, wir können eben 5 bis 7 Patienten an einem Tag machen. Das ist ein Vergleich mit der Konkurrenz. Das wurde von Martin Pomper, Baltimore, entwickelt. Das ist DFC-Pyl. Ein und dasselbe Patient, ist eine Kooperation mit Mike Sateke in Südafrika. Und hier sieht man den Unterschied, was die Harnblase angeht. Also das DFC-Pyl wird offensichtlich nicht gespalten, sondern landet in der Harnblase. Man sieht zwar auch das Lokalrezidiv hier, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen so eine Konstellation deutlich günstiger ist, gerade bei kleinen Läsionen, die nah an der Harnblase liegen. Das Ganze wird jetzt demnächst erscheinen.
Und hatte ich über PET geredet, was Sie vielleicht oder viele von Ihnen vielleicht nicht wissen, es gibt auch scintigraphische nutzbare Liganden, und das sind Liganden, die von John Babbage, früher Molecular Insight Pharmaceuticals, jetzt Cornell University, entwickelt wurden. Auch die haben eine sehr hohe Affinität im niedrig-nanomolaren Bereich. Die sind hier dargestellt. Den hier werde ich heute Mittag nochmal zeigen in Bezug auf Therapie. Auch hier das Bindungsmotiv ist alles sehr ähnlich zu den PET-Tracern. Das ist das Bindungsmotiv, was an das Enzym bindet, der Linker und dann Phenolring, den man jodieren kann. Das Ganze hat der John dann im Tierexperiment getestet, und wir sehen hier in der Bioverteilung eine sehr hohe Anreicherung von 18% injizierter Dosis pro Gramm, was also recht gut brauchbar ist. Und hier mal eine klinische Anwendung, ebenfalls durchgeführt von John. Er hat noch einen Technetium markierbaren Liganden getestet. Der ist übrigens in der Phase 3-Studie derzeit. Das heißt, der wird vielleicht bald kommerziell verfügbar sein, sodass auch Institutionen, die kein PET haben, das für Scintigraphie benutzen können. Und er hat jetzt mal nachgesehen, wie denn die Abhängigkeit vom Gleason-Score ist. Das ist ein gesunder Proband, und dann Tumoren mit unterschiedlichen Gleason-Scores. Und man sieht, dass mit höherem Gleason-Score natürlich auch mehr reingeht in den Tumor. Weiteres Beispiel mit diesem Tracer, diesmal von Thorsten Kubert in Erlangen, der den für SPECT-CT bereits einsetzt. Hier sehen wir einen Patienten nach Strahlentherapie, Lymphknotenmetastase, und hier ein Lokalrezidiv. Thorsten hat es noch etwas weiter ausgewertet, ähnlich den PET-Auswertungen in Abhängigkeit vom PSA-Wert. Da sieht man auch, dass bei PSA-Werten über 5, gut, ist natürlich etwas schlechter als das PET, die Detektionsrate bei so 91% liegt, also passt eigentlich ganz genau zu den 90% der Tumoren, die ungefähr PSMA-positiv sind. Und für Werte kleiner 2 ist es dann wirklich schlechter als das PET, wenn 40% entdeckt. Aber wenn man sonst nichts anderes zur Verfügung hat, denke ich, kann man das sehr gut einsetzen. Wir haben es auch bei uns eingesetzt. Wir haben einen anderen von John Babbage entwickelten Tracer genommen, den 1427, und haben den mal mit Knochenscintigraphie verglichen bei 20 Patienten. Das Ergebnis war, dass im Knochenscintigramm äquivoke Ergebnisse einfach geklärt werden konnten durch die gleichzeitige Verwendung von dem PSMA-Liganden PET. Besonders wenn wir es mit Läsionen im Knochenmark zu tun haben, die dann eben mit dem PSMA-Liganden PET deutlich besser zu detektieren sind. Hier nochmal ein Beispiel. Der hier, Herr Tier, wurde nicht entdeckt. Hier hatten wir eine pathologische Läsion, die im Knochenscintigramm erstmal schwer einzuordnen war. Hier wurde was nicht entdeckt, was im PSMA-Scintigramm entdeckt wurde. Hier müssen wir uns fragen, da wissen wir uns nicht sicher, ist es malign oder ist es tatsächlich degenerativ, was wir da sehen. Wenn man das Ganze mit SPECT untersucht, dann sieht man hier eine Leberläsion, die sieht man natürlich im Knochenscintigramm nicht, und hier eine Pleuritis carcinomatosa sieht man im Knochenscintigramm auch nicht. Es gibt natürlich auch Fälle, bei denen die Knochenscintigraphie besser ist als das PSMA-Scintigramm, nämlich genau die Fälle, in denen der Tumor kein PSMA herstellt. Hier zwei Beispiele: im Knochenscintigramm sichtbar, nicht sichtbar, und hier sichtbar, ebenfalls nicht sichtbar. Wenn man das zusammenfasst, dann kommt das raus, was man erwartet: etwa 10% sind PSMA-negativ. Die Anzahl der äquivoken Aussagen kann reduziert werden. Wir können in den Weichteilgeweben natürlich mit dem PSMA-Liganden Scintigramm Läsionen entdecken, die nicht im Knochenscintigramm entdeckt werden. Und SPECT-CT ist natürlich ganz sinnvoll, wenn man eine genaue Lokalisation der Läsionen wollen. Abschließend die Menschen, die alle daran beteiligt sind. Das ist mein Biotechnologielabor, dann die Nuklearmedizinische Klinik, die Radiochemie am DKFZ, früher geleitet von Michael Eisenhut, jetzt von Klaus Kopka,
eine Mitarbeiterin, die jetzt hier in Zürich ist, Martina Beneschowa, ist bei Roger Gibli. Die hat den Therapietracer mitentwickelt, den ich heute Mittag zeige. Und natürlich der Kollege aus der Urologie, Markus Hohenfellner. Vielen Dank. Vielen Dank für die Darstellung des PSMAs. Eine Frage, wenn Sie haben gesagt, zwischen 100 und 500.000 Zellen braucht es... 100.000 bis 500.000. Die entdecken wir wahrscheinlich nicht mehr. Es wurden mal von der dänischen Arbeitsgruppe bezüglich Fluoreoxyglucose in Eppendorf-Tubes unterschiedliche Zellzahlen ausgetestet und die kamen drauf... Also praktisch ein Patient nachgestellt oder ein Tumor nachgestellt, die kamen darauf, dass man 1 Million Zellen braucht, um was zu sehen. In einem Phantom für FDG, für Fluoroxyglucose. Für das PSMA hat es eigentlich noch keiner gemacht, aber da wird es ähnlich sein. Ja. Das heißt aber nicht, dass die Bindung an die Zelle nicht stattfindet. Der Ligand. Richtig, diese physikalische Limitation. Das würde eigentlich heißen, wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, dass wir bei einer Salvage-Therapie eigentlich eher die Nuklearmedizin in Zukunft im Vordergrund sehen würden, weil die Bindung an alle möglichen Stellen, die ja nicht sichtbar sind, stattfindet. Oder irre ich mich? Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Wenn Sie die Situation des Liganden therapeutisch nutzen möchten, wäre eine adjuvante oder eine Salvage-Therapie mit diesem Liganden viel die bessere Methode, weil sie sämtliche Areale oder sämtliche Herde im Körper, auch wenn sie nicht sichtbar sind, damit erwischen. Ja, okay, stand ein bisschen auf dem Schlauch. Davon träumt jeder Nuklearmediziner. Wir haben ja einen Fall, der so das Paradigma ist, das Schilddrüsenkarzinom. Da wird ja operiert und hinterher radiotherapiert. So etwas wünscht man sich natürlich. Die Frage ist, ob das immer funktioniert. Ja, theoretisch möglich, aber das müsste man wirklich in einer prospektiven Studie angehen. Was man noch bräuchte, ist, man müsste vor der OP natürlich nachweisen, dass die PSMA Expression da ist, also man müsste tatsächlich dann in so einer Referenzregion, sprich Primärtumor, sehen, ob der PSMA positiv ist. Wenn er das ist, dann könnte man sich überlegen, ob man sowas macht. Beim Schilddrüsenkarzinom funktioniert es ja mit einem Beta-Strahler. Beim Prostatakarzinom könnte man auch einen Beta-Strahler einsetzen. Oder aber vielleicht, wenn es winzige Herde sind, sogar ein Alpha-Strahler. Aber mit dem Alpha-Strahler, das werden Sie heute Mittag sehen, haben wir hier ein Problem mit den Speicheldrüsen. Müsste man sich überlegen. Ja. Vielleicht kann man in der adjuvanten Situation mit der Dosis runtergehen und die Speicheldrüsen schonen. Also mit dem Beta geht es auf alle Fälle. Mhm. Gut. Are there any questions, Matthias? Sie haben mir gezeigt, dass in der Situation der biochemischen Rezidives bei einem PSA-Wert von unter 0,2 immerhin eine Detektionsrate von 30% ist und die geht dann in Anführungszeichen ja nur auf 50 hoch, wenn man auf 0,5 PSA geht. Also warten Sie, bis der PSA-Wert steigt oder machen Sie sofort ab einem PSA von 0,15, 0,2 das PSMA-PET? Das ist eine psychologische Entscheidung und zwar zielt die auf die Psyche des Patienten, des behandelnden Urologen und des Nuklearmediziners. Also man klärt den Patienten auf, mit dem PSA-Wert hast du so und so viel Prozent Detektionswahrscheinlichkeit und dann entscheidet der Patient oder der behandelnde Urologe natürlich, was er will. Manche sagen, okay, 50%, da kann ich auch die Münze werfen. Andere sagen, das reicht mir. Das hängt, glaube ich, von dem Patienten und dem Urologen auch ganz stark ab. Also wir sind da einfach schlichtweg flexibel. Zwischen 0,5 und 1 liegen wir schon bei etwa 75%. Aber ich weiß, dass der Urologe ganz gern unter 0,5 therapeutisch aktiv wird. Und da sind wir halt ebenso in dem Bereich von 50, manche sagen 60%. Damit muss man halt leben. Das ist wahrscheinlich bedingt
vorwiegend bedingt durch die physikalische Begrenzung, die man hat, mit jeder bildgebenden Methode. War jetzt ausweichend oder anders kann ich Sie nicht beantworten, die Frage. Ich habe noch eine Frage, wir haben einiges gehört zur Sensitivität, zur Spezifität. Wie sicher kann ich mir sein, dass wenn ich ein Leberhirt sehe, dass das wirklich Prostatakarzinom ist und nicht vielleicht im Metastas vom Kolonkarzinom oder wenn ich ein Leberhirt in der Lunge sehe, vielleicht von einem Lungenkarzinom, dass ich mir gezeigt, dass es auch bei anderen Tumoren aktiv ist, anzeigt? Ja, 100% Sicherheit hat man da nicht. Wenn ich einen Herd in der Leber sehe, gucke ich mir natürlich an, wie sieht das Ganze im CT aus. CT habe ich ja mit dabei. Wenn ich ein Hämangiom vermute, mache ich einen Ultraschall oder mache ein kontrastmittelgesteuertes CT. Also braucht es weitere diagnostische Maßnahmen. Wenn ich einen singulären Leberherd sehe ohne Primärtumor, ohne anderen, also im Dickdarmbereich, würde ich jetzt ein Kolonkarzinom für relativ unwahrscheinlich halten oder ein Mammakarzinom beispielsweise. Also das ist immer dann so eine Abwägungssache. Ist relativ selten, dass wir sowas sehen. Aber ganz auseinander trennen kann man es nicht. Was man noch machen könnte, ist vielleicht eine zweizeitige Messung. Nach unserer Erfahrung ist es so, dass die Epithelien des PSMA auf Gefäßendothelien nicht sehr lange drin bleibt. Das heißt, wenn ich nach einer Stunde und drei Stunden eine Messung mache, fällt es gewöhnlich runter, was beim Prostatakarzinom nicht der Fall ist. Wir brauchen eine Biopsie dann. Wenn es therapierelevant ist, ja. Wie weit sind wir von Primärdiagnostik mit PSMA vergleichbar? Ist das vergleichbar mit MRI? Kommt davon, was man will. Wenn ich eine Infiltration der Samenbläschen oder Infiltration der umgebenden Strukturen darstellen will, ist das MRI ganz klar besser. Wenn die Fragestellung ist, Hochrisikopatient, PSA bei 20 oder Gleason-Score größer 7, 20% ungefähr haben Lymphknotenmetastasen, dann würde ich da ein PET machen, einfach um diese Lymphknotenmetastasen zu visualisieren. Also die Entscheidung musste ich zum Glück nicht treffen. Die haben mir die Urologen in Heidelberg und die Strahlentherapeuten, ich glaube, es war Ende 2011 schon abgenommen. Die haben mir einfach erklärt, wir wollen kein Cholin mehr. Also es hat sich jetzt zumindest in Heidelberg, aber soweit ich weiß, auch in sehr, sehr vielen Kliniken, die das PSMA-Ligand-PET haben, völlig gedreht. Vorher hat man Cholin-PET gemacht, wenn man nichts gesehen hat, ein PSMA-PET. Jetzt macht man primär ein PSMA-PET und das Cholin ganz, ganz selten. Gut, besten Dank. Wir sind gespannt, was Sie heute Nachmittag noch zur Therapie zu berichten haben.